Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Growcastle. Wir machen weiter. Ganze drei Waves erst heute gemacht. Und achso, hier oben. Level 56 ist die Gilde schon. Und wir machen hier auf jeden Fall weiter. Denn wir brauchen mehr Gems, um meine Dings hier aufzurüsten. Die muss ein höheres Level bekommen. Sonst ist sie nicht so nutzvoll. 21 Gems, yay! Die farmen ganz ordentlich, die Orks. Aber siehst du, da wäre es auch noch wichtig, die Gilde, die Kolonien weiter zu erforschen. Und da kommt noch der Boss. Fix den Boss erledigen. Naja, machen wir weiter. Viel fehlt ja nicht mehr zur. Ich will sie auf jeden Fall erstmal promoten. Brauche ich 20 oder 30? Ich glaube, vielleicht brauche ich nur 20. Und wenn wir gleich mal. Wow, was ist denn jetzt los? Holy? Hallo? Ah. Headshot. Was war denn jetzt los gewesen, Alter? Holy fuck! Eine verdreckte Kanone. Wer wirft denn? Ich sehe nicht, wer hier wirft. Das ist aber ziemlich gefährlich hier, Alter. Die töten mich ja ohne Ende, ey. Holy shit. Ah, die ist schon gut. Macht aber mal 1,10-facher Schaden. Tausend, 16.000 Schaden. Oder hier noch Headshot. Hm. 1,145 Millionen. Das macht natürlich an allen Schaden, ne? Fast und Stun. Mal ein bisschen mit ihm. Und vermutlich nicht best, nicht anders laufen jetzt hier in dem. Oh, wieder ein Dings zu bekommen. Nice. Der Taure nervt ziemlich krass. Ich glaube, ich muss mein Dings da wegnehmen, meinen. Kelch hier, der ist nutzlos. 35% mehr Gold bringt mir nichts, wenn ich nicht gewinne. Death Worm 2, Frozen Tower, den ganzen Tower, der Turret, den könnte man benutzen. Ja, war eigentlich alles anders irgendwie Schwachsinn. Das ist irgendwie nicht so cool, ne? Stimmt, die fehlen wieder. Vielleicht war es deswegen ein weniger cool gewesen. Ja, oh. Da ist der Zeppelin runtergeholt worden. Da werden die runtergeholt, die Gegner. Und ich wahnsinnig viel Gold. Na, ist schon wichtig, dass der Kelch bleibt. 35% mehr Gold, schon heftig. Aua, machen die Schaden, ja. Machen ja so einen krassen Damage.
War ich beim letzten Mal so bad gewesen, dass ich da gar nicht mehr weitergekommen bin? Prozent Chance, die Dinger zu kriegen. Das ist aber wichtig hier für die Forge, ne? You can craft items. Der Todeswurm. Wie viel Millionen kostet das? Okay. Waren schon Millionen. Der taucht gleich am Anfang. Ekelhaft. Und wir müssen natürlich erstmal unser Level absteigern. Fliegende Einheiten, ekelhaft. Ach stimmt, nur alle von Waves kamen, der Bossgegner. Ich vergaß. Was war der andere Skill jetzt eigentlich nochmal? Ich hab schon vergessen. Ach so, naja, das wird eher weniger, weniger der Fall sein. Der Taure. Der immer super tanky ist, der Typ. Ja, ich brauche halt 60 Dingensen für die Forge. Aber wir können mal Just for Fun einen Red Dragon machen. Stimmt, da war ja noch was, der kann ja mal hochfliegen. Wusch. Da muss halt von der Wave stärker, oder er wird von der Wave stärker dann mal höher, immer besser. Klappt auf allen die 260.000 Gold. Knockbank Chance. So, wenn ich ihn zu Materialien mache, kriege ich einen davon. Haben wir da gerade so viel XP gegeben, ja? Ah, oh, die Einheiten, die geben grundsätzlich alle so viel XP. Ja, machen wir gleich mal die Dings weiter. Die Waves. Bis wir die Forge haben. Gold, ich glaube die Materialien sind besser. Da geht das Gold schnell weg. Dieses Skill ist so heftig, ne? Die 50% Defense runter. Der stirbt aber jeder Gegner fast sofort. Super heftig. Das ist auch total dumm, dass es so stark ist, ey. Irgendwie 1000% Schaden oder so macht es.
Und der hat einfach super viel Schaden. Dazu noch die Defense-Reduktion. Erstmal führen wir erstmal wieder Level Max werden. Das ist wichtig. Oh. Ne, drei. Doch, wollte ich schon sagen. Dann müsste doch wieder ein Boss kommen, der mich diesmal dummerweise auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ekelhaft. Na, ich habe das Skills nicht getimed. Ich habe schon überlegt, irgendwann müsste doch mal wieder einer kommen. Wichtig ist einfach nur, dass der Skill wieder ready ist bis dahin. Und die nicht halt so viel Damage machen. Ist ja ekelhaft. Ja, so mit 20.000 Leben gegen den Bossgegner macht auch Spaß, ey. Okay, krieg ich nicht hin. Ist das ekelhaft, ey. Prozent. Was macht sie? Ach genau. War schon wichtig, den zu haben. Bonusgold. Ja, sollte man auch drin behalten. Dark Neck. Ach, minus 50%, sondern minus 154%. Wenn ich nicht mal ganz kurz irgendwie austauschen möchte. Dann nehmen wir den mit. Da ist er auch schon. Also entweder wir nehmen den Ingenieur mit. Ich glaube jetzt war er genau, aber den Careful Arc. Oder den Smith, der unser Cast um 60% repariert. Nehmen wir den mit. Wenn ich das Ding auch wenigstens dieses Mal kriegen würde, wäre das ziemlich geil, aber ich kriege ein bisschen Gold, ist jetzt aber trotzdem nicht so geil. Ich habe den Gegner fast besiegt. Hätte ich ein bisschen mehr Leben gehabt, ne? Das, was ich jetzt haben werde. So. Bam! 60% Leben dazu. Okay. Kann wieder austauschen bis zum Dingensen. Aber ich finde die gar nicht so übel. Was habe ich denn sonst gehabt? Den Mad Giant. Da. Puh. Kann man den Smith noch promoten? Habe ich schon. Achso, noch den ganzen 15% Mana kriegen, auch nicht verkehrt. Aber ich habe mich da doch für die HP entschieden. Ist ja auch wichtiger. Das ist nicht verkehrt eigentlich, den Repair mitzunehmen, einfach weil ich komplett überrannt werde. Holy shit. Ist ja mal ultra krank, ey. Wir gehen da stärker geworden, aber nicht immer so kacke gewesen. Das mit dem Smith habe ich noch Probleme. Mhm,
Okay. Ich hab Bock, die Kolonie weiterzumachen. Hier. Steigern sich aber auch ganz schön schnell, wa? Meine Fresse, ey. Huiuiui. Oh, mir fehlt wieder das andere Ding. Gut, ich bin gerade nicht mehr ganz bei der Sache. In Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause. Ach, die konnte man mit Gems verbessern, klar. Logisch, logisch, logisch. Ah. Stimmt, man konnte maximal 60 Kristalle halten. Sehr krank. Was war das andere gewesen, was ich irgendwie so hatte mit Using for Crafting, yo. Wo habe ich da noch was anderes gesehen gehabt bei den Skills? Naja. Irgendwas mit Value plus 1 oder so. Was, eine Einheit? Held? Oh, keine Ahnung. Doch hier, oder? Genau hier. Erhöht die maximale. Ja, okay. Aber denke ich, wird das mal. Stimmt, ja, deswegen kostet 60 das Maximum die Forge. Wir können ja, wenn ich offscreen farm oder nichts mache, kann ich ja das Ding anlegen. Das hier. Für, keine Ahnung. Für das hier? mehr geht ja aktuell nicht. Wissen, wenn ich das einmal aufrüste für 10 Millionen Gold, um 1. Eieiei, sehr krass. Okay. Gut, liebe Freunde, da würde ich sagen, kurz mal eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Grow Castle. Bis dahin. Ciao.